Jetzt kommt die Stelle mit dem Pedal. Wenn man Konzertharfe spielt, Doppelpedalharfe, ist es ganz simpel. Man kann das Cis mit in der linken Hand mit einem Des verwechseln, enharmonisch. Dann tritt man praktisch auf den dritten Takt in der Zeile 2 gleichzeitig ein E und ein Des. Und das D tut man im nächsten Takt einfach wieder rein, dass es wieder aufgelöst ist. Ich zeige es euch mal für die Konzertharfe. Das heißt, die rechte Hand setzt die Töne ein G, G, F und der Daumen rutscht. Diese Figur kommt noch öfters dran, also kann man gleich mal üben. Das heißt, eine Oktav zwischen 1 und 3, der vierte einen Ton tiefer. Jetzt kommt, ist nicht schwer. Die linke Hand setzt ein G, F und Des. Klingt die Stelle so. Jetzt kommt es für die Volksharfe. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also einfach Pedalharfe. Das E muss man auf jeden Fall treten auf die 1. Da finde ich, passt es sehr gut hin. Und die linke Hand könnte mit Cis. Also eigentlich müsste es so spielen. Cis und oben C. Aber das macht natürlich immer ein fettes Geräusch. Also entweder man dämpft den unteren Ton ab, das heißt es Cis. Es geht, aber es ist ziemlich akrobatisch. Man könnte es auch anders machen, und zwar, dass man die Oktaven mit der rechten Hand spielt und danach die Figur auch mit der rechten Hand, dass die linke Hand nur den Bass hat. Also mit Cis und dämpfen und wieder Cis, Pedal raus. Ist auch eine Möglichkeit. Und wenn es total mühsam ist, würde ich mir auch erlauben, dass man das Pedal einfach auf Cis in der linken Hand lässt und einfach H, G, H spielt. Eine Änderung bei Herrn Hasselmann, aber ich glaube, damit könnte er leben. Dann hat man diese ganze Treterei und Bastelei nicht. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten, und ich finde, man sollte immer auch die schwierigste ausprobieren, damit man dem Stück am getreuesten bleibt. So, wir gehen weiter. Alle anderen Sachen müssten klar sein. In der dritten Zeile ist ein Ges notiert. Das würde die Volksharfe mit einem Fis enharmonisch verwechseln, was man im dritten Takt dann wieder auflösen muss, in der dritten Zeile auf 1. Dann in der vierten Zeile kommen die Flageolets dazu, die sehr, sehr schön klingen, wenn man sie richtig drückt. Gut andrücken und langsam wieder weggehen, wie Kaugummi von der Harfe. Also was nicht schön ist, wenn so irgendwas kommt, ja, oder lasst euch Zeit, fest andrücken. 2, 3, 1, 2, 3. Gut hindrücken und langsam weggehen. Und dann kommt das Echo dazu, hier oben. Und wieder gut hören auf den Daumen. Nicht eine Oktave, wo man keinen Daumen hört, sondern wirklich, die muss strahlen oben. 2, 3, 1, 2, 3. Eine schöne Begleitung rechts oben dazu. Jetzt kommt die große Figur wieder, die wir schon kennen. Das heißt, die Oktav zwischen 1 und 3, der vierte dazu. Und die linke Hand kann entweder rutschen. Wenn man große Hände hat, kann man 1, 2, 4 spielen. Es gibt beides. Ich habe es natürlich lieber so, aber probiert es mal. Ein Crescendo auf den letzten Takt von dieser Seite, und jetzt kommt die sogenannte Kadenz, ein
Bravour-Teil, wo man seine Fähigkeiten zeigen kann. Das heißt, hier darf man auch mal schneller spielen. Da steht extra ein Accelerando, ein Beschleunigen drinnen. Das ist ein sogenanntes komponiertes Rubato. Das heißt, man darf an dieser Stelle die normale Komfortzone mit dem Tempo verlassen und einfach mal selber sich was überlegen. Aber ein Accelerando ist nicht wie so ein BMW von 0 auf 100 in einer Sekunde, sondern wir sind eher ein kleiner Zug und der Zug muss erstmal losfahren. Also, ich spiele euch mal die Stelle. Sollte das klingen. Das heißt, es ist ein organisches Anwachsen der Geschwindigkeit und auch wieder ein Rausbremsen. Also nicht sofort losbrennen wie doof, sondern das ein bisschen spannender machen. Auf der dritten Seite, zweite Zeile, erster Takt. Absolut im sauberen Tempo. Das ist meistens falsch. Wir sind vorher mit 16 Metrum unterwegs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Und nicht irgendwie doppelt so schnell diese Oktaven nach unten. Da steht auch noch ein poco ritardando drüber, also kann man sich Zeit lassen. Danach kommt das gleiche ja wieder wie am Anfang. Wir machen noch die vorletzte Zeile mit der linken Hand. Die hat hier diese Akkorde. Eins, zwei, drei, vier. Die sind ein bisschen tricky, damit es keine Geräusche gibt. Das heißt, man könnte es wieder so üben, dass man nur die Mitteltöne erstmal macht. Das ist ganz einfach, das ist die Terz. Ich würde immer empfehlen, hier ein kleines Handgelenk zu machen und aus so rauszugehen, anstatt so nah zu da zu bleiben. Und dann nimmt man mal den Daumen dazu. Dann wieder den Daumen weg und dafür die unteren. Dann kann man natürlich mal nur die äußeren machen. Und zwar blind. Man setzt mal ein und wie fühlt sich's an, wenn der Akkord kleiner wird? Ist eigentlich leicht, weil die mittleren ja gleich bleiben, die äußeren wandern rein. Und wieder schauen, dass die zwei mittleren die ersten sind, die die Saiten berühren. Dann seid ihr wesentlich stabiler, als wenn ihr wieder anfangt zu kippen. Bleibt frontal vor den Saiten. Wem das jetzt wieder zu kompliziert ist, kann man auch eine Lösung finden und zwar letzten Takt in der vorletzten Zeile. Das ist ein Takt, der gerne mal rhythmisch ein bisschen daneben geht. Ich spiele euch den Auftakt zum letzten Takt. Wir bleiben im Puls von diesen Sechzehntel oder wir spüren die Achtel dadurch. Wir fangen nochmal an. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vor dem letzten kann man eine kleine Zäsur machen, dann ist der einfach noch betonter. Die Flasche lässt links, gut die Handkante einsetzen, wie beim Karate, zack auf die Seite, gut drücken. 2, 3 und auch hier wieder langsam weggehen. Eine schöne Idee ist, es ist eine Seerose, die sich zur Säule oben öffnet. Und schon klingt der Ton ganz wunderbar, als wenn man nur hopp,
sowas macht. Also mach gut drücken. 1, 2, 3. Und in die Schwingung reinspielen. Das heißt, es ist wie so eine, wie ein Ball, der sich dreht und man springt auf den Ball auf und rollt mit dem weiter und nicht voll dagegen. Also 1, 2, 3. Und dann ist es ein wunderbares, zartes Ende. Die rechte Hand wieder wichtig, den rechten Daumen gut hören. 1, 2, 3. Bei den Oktaven hört man einfach ganz oft nur den vierten. Ist nicht so schön. Also lass die Harfe oben strahlen, glitzern, dann macht's super Spaß zuzuhören. So, ich denke, das war's alles. Wer noch was wissen will, schreibt mir gerne einfach eine E-Mail und viel Spaß beim Üben.